Hallo Leute, hier ist Jake und diesmal zeige ich euch das Martini 260 Lappenleuko nochmal. Das habe ich euch ja schon mal vorgestellt zusammen mit dem Isaki Järvenpää Lappenleuko. Und deshalb zeige ich euch das nochmal, weil ich jetzt die alte Version noch dazu habe. Das sind schon ein klein wenig unterschiedliche Messer und diese Unterschiede will ich euch jetzt mal aufzeigen. Beide haben eine knapp 20 cm lange Klinge. Die hat aber eine unterschiedliche Geometrie, ist eben doch auf die eine oder andere Art etwas verändert worden mit der Zeit. Und das zeige ich euch jetzt. Also fangen wir mal tatsächlich mit der Klinge an. Einmal die Gravur hat sich verändert. Früher wurde das nur noch mit der Hand richtig in die Klinge eingraviert. Das kann man richtig spüren. Und neuerdings werden die Martini-Messer nur noch mit so einer Lasergravur versehen. Beides schön anzusehen, aber dann eben doch unterschiedlich. Die Aufschrift hat sich auch verändert. Hier ist Inox dazu gekommen und hier steht auf dem alten Rovaniemi. Ansonsten identisch sind J für Janne, Martini, Finnland und Lappenleuko. Dann kommt der Neusilberknebel hier. Der Maserbirkengriff, der auch etwas unterschiedlich ist, hier hat er im neuen Modell eine Fingermulde und ist auch etwas kräftiger. Das kann man, glaube ich, auch so schon erkennen, das ist einfach ein bisschen dicker geworden, der Griff. Das Plättchen hier am Ende, das den Spitzerl hält, also das ist verlötet mit dem Spitzerl, ist identisch geblieben. Rein von den Daten her kann man auch erkennen, dass da Unterschiede sind. Die Klingenstärke ist beim alten Modell 3,8 mm, beim neuen Modell nur 3,2 mm. Dann ist beim neuen Modell ein Scandi-Schliff gewählt. Hier ist ein eher balliger Schliff. Leicht ballig, nicht? Kommt ja nicht aus so einer dicken Klinge, aber man kann eben nicht diese Scandi-Schliffart erkennen. Ja, dann das Gewicht ist anders, 303 Gramm zu 280 Gramm, und zwar ist das alte Modell schwerer, obwohl es kürzer ist, aufgrund der größeren Klinge, die ist auch etwas breiter, verdeckt also die alte Klinge, wenn man das so erkennen kann. Das hat nämlich hier im breitesten Bereich 4,2 cm und das neue Modell hat nur 3,8 cm Klingenbreite. Und ja, das war auch im Grunde im Groben schon die Unterschiede. Beide Modelle gibt es aktuell nicht mehr bei Martini im Programm. Es gibt nur noch die 250er Version als größtes Modell mit 18 cm Klinge. Und dieses gibt es nicht mehr. Solche Messer liegen zwischen 50 und 70 Euro in vielen Auktionen oder wenn man sie gebraucht bekommen will, wenn sie in einem guten Zustand sind. Sehr schöne Sammlermesser, wirklich zu empfehlen. Okay, das war's schon. Das waren die Lappenleuko 260. Bis demnächst. Ciao.